Bei mir ist der Knopf weg, genau. So, dann haben wir schon mal gestartet und ich würde sagen, wir starten jetzt auch. Also, wir kennen uns ja alle, wie wir heute hier sind, gell? Aber wer weiß, vielleicht kommt noch jemand dazu oder wir können die Aufzeichnung mal nutzen. Deshalb sage ich jetzt mal herzlich willkommen heute Abend zu unserer Infosendung von Yvonne und mir. Wir teilen uns das auf, jeder darf mal ein bisschen. Wir starten heute mit dem Gesundheitsteil und den werde ich machen. Und die gewohnte Geschäftsteil, mal so richtig untypisch, gell? Weil früher war es eigentlich immer so, dass es andersrum war. Gell? Auf die Seminare hin eigentlich immer die Frau den Gesundheitsteil gemacht und die Männer den Geschäftsteil. Aber heutzutage können wir ja beides. Gell? Deswegen habe ich gedacht, wir drehen das mal um heute. Ja, kein Problem, alles gut. Ich habe da keine Schmerzen. Jetzt mache ich mal so, jetzt müsst ihr mir sagen, was ihr seht. Mein WhatsApp-Ding, oder? Ja, ja. Was seht ihr? Nur was geht ihr? Jetzt sieht man deine Präsentation, aber mit mehreren Folien. Das wollte ich nicht. Dann haben wir es gleich. Und jetzt? Perfekt. Also, für die, die mich nicht kennen. Moment, ich hab's gleich. Ich bin der Norbert Ketterer. Bin eigentlich schon sehr, sehr lange dabei. Gemacht das nebenher, wie so die meisten. Und mein größeres Hobby neben LR, also schön, dass ihr euch mal alle Zeit nehmt. Ja, Jenny zeigt sich sogar heute. Und wieder, so ist sie weg, kaum sagt man was. Wo war ich? Also mein größeres Hobby neben LR, was ja eigentlich nicht das Hobby sein sollte, ist das, was ihr hier da gerade seht, dass ich auf verschiedenen LKWs und Arbeitsmaschinen unterwegs bin und bei Firmen Urlaubs- und Krankheitsvertretungen mache. Das ist mein Beruf und meine Leidenschaft. Was auch dazu gehört, ist Gesundheit und Ernährung. Ich war mal 10 Jahre lang im Fitnessstudio als Trainer tätig. Und ganz wichtig, was ich darunter noch hingeschrieben habe, was mich auch immer begleitet, ist Musik, Autos, Filme, Serie. Das bin so ich, ja, dass ihr mal wisst, wer da was jetzt erzählt. So, das eigentlich nur kurz zu mir. Was unser Hauptthema eigentlich ist, das, was ist das? Das wollte ich jetzt nicht. So, jetzt. Jetzt haben wir das vom Doc, gell? 95 aller bekannten Zivilisationskrankheiten haben ihren Ursprung in einem gestörten Stoffwechsel. Und der Rest, die 5%, sagt man ja, ist genetisch bedingt. Und was heißt es jetzt im Umkehrschluss für uns, dass wir bei der meisten Sache Befindlichkeitsstörungen, sagen wir also dazu, Zivilisationskrankheiten, können wir selber was machen. Und oftmals ist es so, dass die Schulmedizin halt nicht interessiert ist. So jetzt, wir wollen die Schulmedizin nicht verteufeln. Die brauchen wir auch, das ist auch wichtig. Aber bei 95% aller bekannten Befindlichkeitsstörungen können wir halt selber was machen. Das ist schon mal ganz wichtig. Das finde ich, dass man sich das mal verinnerlicht, dass man das weiß und sich dann mal kann man anfangen, Gedanken zu machen, ändere ich selber mal was an meinem Leben, an meinem Lebensstil oder nicht? Oder sich einfach mal hinterfragt, was könnte ich denn selber machen? Und ganz typische Sache will ich euch jetzt mal zeigen. Ach so, und unser sehr, sehr viel von unserem ganzen Wissen, so, sorry, was wir hier immer von uns lassen, stammt vom Dr. Jean-Bernard Delbé. Der hat auch das Buch geschrieben. Der hat, glaube ich, über 20 Jahre lang in seiner Praxis mit den LR-Produkten auch gearbeitet und hat ein ganz tolles Buch drüber geschrieben. Ich sage immer so, das ist, also für mich ist es meine Bibel halt für unser LR-Geschäft und unsere Sache, unsere Gesundheitsprodukte.
Also, wenn euch das ganze Thema interessiert und ihr vielleicht auch ab und zu mal was empfehlen wollt, solltet ihr dieses Buch haben. Ganz wichtig. So, genug zur ersten Folie. Ganz typische Zivilisationskrankheiten will ich euch mal zeigen. Bluthochdruck, Neurodermitis, Schuppenflechte, Allergie, Krampfadern, Bandscheibenvorfall, Morbus Crohn, Rückenschmerzen, Schlaganfall. Depressionen, Gicht, chronische Schmerzen. Also ich glaube, da findet sich irgendwo die meisten, können da ein Kreuzle machen und sagen, ja, okay, alles klar, bin ich dabei, bin ich dabei, bin ich dabei. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche können 10 Kreuzle machen. Das hat alles mit unserem Stoffwechsel zu tun. Und der Stoffwechsel gucken wir uns jetzt mal genauer an. Wie gesagt, bei 95% der Fälle der Sache Befindlichkeitsstörungen können wir was machen, was nicht heißen soll, dass wir es komplett wegkriegen, aber mit Sicherheit können wir sehr, sehr viel verbessern, was auch dann im Anschluss dann auch heißt, was ja unser Slogan ist, More Quality for Your Life, ne? Wenn ihr Beschwerde habt, die euch tagtäglich beeinflussen. Sei es jetzt Schmerz oder sonst irgendwas und ja, ihr könnt es lindern, verbessern, dann trifft es den Nagel auf den Kopf, more quality for your life. Und um das geht es ja auch. So, jetzt gucken wir uns den Stoffwechsel an. Im Optimalfall sieht es so aus, also das Rote, was ihr da seht, sind unsere Kapillare, das sind die dünnsten Blutgefäße, die durch unseren ganzen Körper gehen mit keine Ahnung wie viel 1000 Kilometer, sehr, sehr viel, ich weiß die genaue Zahl gerade nicht. Das Blaue ist das Körperwasser und das Gelbe, sechseckige, sind unsere Zellen. Und das Bild zeigt jetzt mal unseren optimalen Stoffwechsel. Das heißt, über das Kapillarsystem kommen zu unserem Körper, zu unseren Zellen meine ich, Sauerstoff und Vitalstoffe, alles, was die Zelle eben brauchen. Und da das Kapillarsystem halt nicht direkt mit den Zellen verbunden ist, geht es alles durch unser sogenanntes Körperwasser, unsere Grundsubstanz. Und der menschliche Körper besteht ja zu 70% aus Wasser. Also könnt ihr euch vorstellen, das ist schon mal ziemlich viel. Also wie gesagt, der obere Weg, der schwarze Pfeil, übers Kapillarsystem kommen Sauerstoff und Vitalstoffe zu den Zellen. Da entsteht dann Energie und da gibt es natürlich auch Stoffwechselmüll, Schlaggifte, alles Mögliche, was abtransportiert werden soll. Das kommt dann im Idealfall wieder übers Körperwasser ins Kapillarsystem und raus damit. So sollte es sein, wenn es richtig gut funktioniert, wird bei den meisten nicht der Fall sein. Warum? Das kann ich euch gleich zeigen, weil ja, unser Leber halt, sage ich einfach mal, da steht was im Chat. Habe ich vorne schon mal geguckt. Guck mal gerade. Ah, okay. Chat beobachte ich. Ja, okay, super. So, wir übersäuern durch. Da kommen jetzt ganz ein Haufen Sachen. Erschreckt nicht, bitte nicht. Das ist unser Leben halt. Da können sich die wenigsten davon erwehren. Jetzt, was ist? Geht nichts, gell? Was ist jetzt? Jetzt kommt was. Also, zum einen übersäuern wir durch zu viele tierische Produkte. Also es sagt jetzt kein Mensch, dass ihr keine tierische Produkte mehr zu euch nehmen sollt, aber in der Regel sind es halt einfach zu viel. Ja? Das bringt unseren Körper zum Übersäuern. Das ist schon mal ganz wichtig. Also überdenkt einmal einfach, wie viel ihr da schon zu euch nehmt. Dann sind es natürlich Weizenmehl, Teigware. Haben wir es gerade schon davon gehabt, gell, Ivan? Aber es ist halt einfach halt auch lecker, ne? Und da ist aber halt auch wieder das Thema zu viel, ich denke mal, irgendwas an Weizenmehl und Teigwaren. So ein bisschen was ist mit Sicherheit kein Thema, aber in der Regel ist es in unserer Ernährung halt einfach zu viel. Vor allem, wenn dann das Thema noch dazu kommt,
wenn man da mal, das betrifft mich immer wieder mal, wenn ich unterwegs bin im LKW, da gibt es mal eine Bäckerei, wenn man Kaffee will. Und wenn man Kaffee will, da geht es fast nicht ohne sowas Süßes, ne? Zucker ist ein Riesenthema, ja. Wir nehmen viel zu viel Zucker zu uns. Wenn ihr mal auf die Lebensmittel guckt, was ihr kauft, auf die Bestandteile-Liste, was da an Zucker drin ist, also das ist schon ein echter Hammer. Müsst ihr, also empfehle ich euch mal darauf gucken. Mit der Zeit werdet ihr manche Sachen, die ihr gerne gehabt oder genossen habt, vielleicht etwas meiden. Also mir geht es so zumindest. Medikamente ist auch ein Riesenpunkt, wo unseren Körper zum Übersäuern bringt. Und wie viele Leute gibt es, die regelmäßig Medikamente nehmen? Ich habe jetzt vorhin habe ich noch Besuch gehabt also einem geschäftlichen Besuch von meinem Tagesgeschäft. Der hat Knieprobleme. Der hat mir jetzt gerade vorher erzählt, dass er täglich zwei, keine Ahnung, Ibus sagt er, das sind ja irgendwelche Schmerzmittel, die es in der Apotheke gibt, gell, glaube ich. Ich kenne das gar nicht. Nimmt er jeden Tag zwei Stück. Also echt krass finde ich das. Und da gibt es viele Menschen, die, soweit ich weiß, irgendwelche Medikamente täglich nehmen müssen. Also auch das übersäuert uns. Dann Rauchen, Alkohol. Zwei ganz üble Sachen, die uns natürlich auch stark übersäuern. Der Alkohol zum Beispiel, wenn wir den auch nur zu uns nehmen, da ist mitunter auch viel Zucker drin. Und zum anderen, wenn wir Alkohol zu uns nehmen, dann das ist ja für den Körper ein Gift. Dann hat der Körper in erster Linie damit zu tun, sich dem Gift zu entledigen und alles andere, was er sonst eigentlich so machen würde, zum Beispiel Fettverbrennung, das ist schon mal gleich gecancelt. Das geht überhaupt nicht. Also, falls irgendjemand mal überlegt, er will ein paar Kilos verlieren und trinkt aber oben noch ein Bier, das könnt ihr mal voll vergessen, das geht nicht. Nur so am Rande. Kaffee übersäuert auch. Also ich denke mal, eine Tasse am Tag, das sollte nicht das Problem sein. Aber ihr seht schon, bei der ganzen Sache, da hat man überall ein bisschen was. Ne? Zu viel oder zu wenig Sport, also beides ist nicht gut. Wenn man zu viel Sport macht, übersäuert der Körper auch hoffnungslos. Das kann die ganze Folge, was da kommen kann, da kommen wir noch dazu. Und zu wenig, Servus Christian. Zu wenig Bewegung ist natürlich auch überhaupt nichts. Ne? Weil zu mir hat mal in jungen Jahren ein Orthopäde, als ich selber beim Orthopäde war, der hat zu mir gesagt, zu meinem Körper, und das klingelt mir heute noch in den Ohren, das ist ein Bewegungsapparat. Also das Ding soll bewegt werden. Wenn es langfristig funktionieren soll, muss das Ding bewegt werden, also euer Körper. Ne? Aber so das richtige Maß zu finden, ist halt auch ganz wichtig. So, ein ganz, ganz schlimmer Übersäuerungsfaktor sind Stress, Ängste und Sorgen und was heutzutage halt, was man echt viel hängt, gell? Sei es im Job, sei es mit allem Möglichen, was die letzten 2 Jahre in unserer Weltgeschichte abgeht. Also, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Das bitte ernst nehmen, ja. Das ist nicht zu unterschätzen. Christian, mach schon mal bitte deinen Ton aus. Wenn du mich hörst. Ich habe es schon probiert, aber ich kann es Ah, nicht. jetzt hört er es, glaube ich. Danke. So, jetzt zeige ich es nochmal zum Vergleich. Also, wenn es so ein paar schöne Bilder, dass ihr es vielleicht euch besser merken könnt. Ich habe jetzt auf einmal ganz einfach Original aus dem Buch vom Dr. Delbé. Ich habe mir nämlich extra mal eins zugelegt und habe es zerschnitten, dass ich mir alles schön fotografieren kann. Hier einmal die Ursachen der Übersäuerung nochmal etwas anders dargestellt, direkt vom Doktor halt. Ne? Schmerzmittel, sprich Medikamente, das haben wir gerade schon gehabt, schlechtes Essverhalten, auch zu viel oder zu spätes Essen, Schlingzeit oder Rohkost am Abend. Denkt mal darüber nach. Also auch eigene Erfahrung, ich merke das ganz stark, wenn ich zu spät esse. Dann schlafe ich schlecht. Oder Schlingzeit. Man soll ja mit dem Kauen, wenn man was isst, die Nahrung vorbereiten, dass der Magen nicht zu viel zu tun hat und nicht nur
zweimal drauf beiße und dann runterwürge, das ist also schlecht halt. Falsche Ernährung, Zucker, Kaffee, Alkohol, das haben wir gerade schon gehabt. Auch Fruchtsäfte, Fruchtzucker ist auch Zucker. Denkt daran, also nur weil es jetzt vielleicht ein Fruchtsaft ist und Zucker drin ist, ist das nicht besser. Das ist auch Zucker. Zu wenig Obst und Gemüse, vor allem Gemüse ist meistens zu wenig. Da unten steht schon zu wenig oder zu viel Bewegung. Saure Stoffwechselendprodukte wie zum Beispiel ja, Phosphatsäure, Milchsäure, auch nicht schlecht. Überhaupt, wenn der Körper schlecht entgiftet. Und natürlich der Stress haben wir da. Ja? Das übersäuert uns alles. Und wie gesagt, macht euch mal Gedanken drüber. Ich denke, das sind die meisten in irgendeiner Weise dabei. Ist in unserer Zivilisation halt, finde ich, recht schwierig, sich da rauszuhalten. Ja, deshalb übersäuern wir. Und jetzt als nächstes will ich euch mal zeigen, was unser Körper vorhat. Unser Körper hat vor, uns immer neutral zu halten. Und neutral wäre ein pH-Wert von 7,4, meine ich. So. Wenn er das nicht hinkriegt, schiebt er die ganze Säure, die er nicht loswerden kann, in unsere Grundsubstanz. Ja? Da ist dann der Parkplatz. Da kommt es hin. Und ganz wichtig ist für unseren Körper oder im Blut, versucht er das auf Biege und Breche. Kriegt unser Körper im Blut nicht mehr hin, den pH-Wert neutral, sprich 7,4 zu halten, ist die logische Schlussfolgerung Schlaganfall oder Herzinfarkt. Das sollte euch bewusst sein. Also das Thema Übersäuerung ist kein Spaß. Im schlimmsten Fall hat man es auch schon gehört bei Sportlern, die tot umfallen. Ich behaupte es jetzt mal, ich weiß es nicht sicher, aber ich behaupte es jetzt mal, das ist eine völlige Übersäuerung, wo es der Körper auch nicht mehr hinkriegt mit dem Blut. Und wenn er das mit dem Blut nicht mehr hinkriegt, dann ist eben ganz schlecht, um das mal milde auszudrücken. Hier ist es mal ausgeschrieben, auch aus dem Original, aus dem Buch von Dr. Del B. Kann das Blut die anfallenden Säuren nicht puffern, schiebt es die Säuren aus den Kapillaren in die Grundsubstanz. Das sehen wir uns gleich nochmal im Bild an. Weil eine Übersäuerung des Blutes unbedingt vermieden werden muss. Herzinfarkt und Schlaganfall ist sonst die Folge. Und die Übersäuerung in der Grundsubstanz, was der Körper ja macht, da kann er die Säuren puffern. Da kommen wir noch dazu, was das für Auswirkungen haben kann. Was der Körper auch noch macht, wenn wir sauer sind, hat der Körper die Möglichkeit, sich Mineralien zu holen, um selber einen Ausgleich zu schaffen. Und die Mineralien holt er sich aus Knochen, Haare, Haut, Nägel und Zähne. Wenn ihr euch das mal merkt, das sind die natürlichen Mineralienspeicher, was wir selber haben. Wenn der Körper oder wenn ihr selber bei Haut, Haare, Knochen, Nägel und Zähne Probleme habt, dann seid ihr garantiert übersäuert. Das könnt ihr euch schon mal eigentlich merken, dass das dann mit Sicherheit der Fall ist. So, die Unterversorgung der Organe baut sich über Jahre auf. Das könnt ihr euch ja vorstellen, das passiert jetzt nicht an einem Tag. Und genauso auch, wie sich das über Jahre aufbaut, dauert das auch mal relativ lang, bis ihr das wieder loswerdet. Hier haben wir jetzt, oder wie beim ersten Bild, unser Kapillarsystem. Und das Körperwasser, das Blaue und unsere Zelle. Und wenn unser Körper halt die ganze Säure in das Körperwasser, in unsere Grundsubstanz schiebt, dann ist das wie saure Milch wird es. Das heißt, es wird dickflüssig. Und wenn das dickflüssig wird, dann kommen die ganze Schlacke, dann kommt das alles nicht mehr wirklich raus. Ne? Und so wird es halt immer schlimmer. Und zu was es dann führt schlussendlich, sind Blockierungen der Nährstoff- und Sauerstoffversorgung in der Zelle. Oh, da ist ein Schreibfehler, sehe ich gerade. Verzögerung
der Regeneration, Übersäuerung von Gewebestrukturen, Überforderung der Haut. Unsere Haut ist unsere dritte Niere, also wenn ihr Hautprobleme habt, solltet ihr da auch schon mal überlegen, was könnte da sein. Überreizung von Schmerzrezeptoren, also dann sind wir wahrscheinlich immer relativ schnell irgendwelche Schmerzen. Chronische Krankheiten, schwaches Immunsystem, Reduzierung von Enzymaktivitäten, Fehlregulation, Autoimmun, also der Körper, dass der Körper sich halt einfach versucht oder überreagiert, Missbildung von Zellen, was ja im Schluss dann auch, denke ich, sowas wie Krebs heißen kann. Und eine schlechte Vitamin D-Aufnahme. So, nochmal kurz ein Bild vom Doc aus seinem Buch oder direkt. Das sind alles Folgen von Übersäuerung. Also glaub mir, unsere Zivilisation ist halt heutzutage einfach so, dass die meisten halt übersäuert sind. Wie wir gerade schon gesehen haben, das baut sich halt über Jahre auf. Und wenn ihr dann schon mal Probleme irgendwo bekommt, mit den Knochen oder mit den Organen oder irgendetwas, in der Regel, also meine ich es so, hat der Dr. Delbe uns mal erzählt, ein Organ kann bis zu 70% seiner Leistungsfähigkeit verlieren, bis die ersten Symptome auftreten, wie Schmerzen oder keine Ahnung, mit dem Darm ist was oder mit der Haut was. Also es kann schon mal ziemlich viel schräg liegen, bevor man überhaupt was merkt. Und wenn wir das dann alles so in den Griff bekommen wollen, kann das ja nicht sein, dass es in 2-3 Tagen wieder besser ist. Ne? Das braucht also dann auch seine gewisse Zeit. So, und wir haben in der Regel, wenn wir Gespräche führen, so Zettel, wo man ausfüllen kann. Dann kann man nämlich schon mal eine Analyse machen, wie man dem helfen kann, eventuell. Ich habe jetzt da noch einen alten Zettel, also das sind Warnlichter, da steht jetzt im Frank und meine E-Mail-Adresse drauf. Ich denke, der, die euch eingeladen hat, die E-Mail-Adresse habt ihr, wendet euch an die Person, dann bekommt ihr den Zettel, dann kann der ausgefüllt werden und dann kann man mal gucken, was man eventuell machen kann. So, als nächstes wollen wir ja mal einmal die Übersäuerung angehen, die viele ja offensichtlich haben. Und da haben wir eine schöne Lösung und die kommt vom Dr. Müller-Wohlfahrt. Der ist doch, denke ich mal, sehr, sehr bekannt. Der war sehr, sehr lange der Arzt von der Fußballnationalmannschaft. Der, keine Ahnung, wie sagt man, Leibarzt oder nee, Mannschaftsarzt halt. Und der hat auch, Moment, ich habe was. Unser Dr. Müller-Wohlfahrt, der mit eigentlich der Begründer von dem Produkt war, der hat selber mal, seht ihr hier vielleicht, ah, jetzt geht's weg, aber ja, klein halt. Und das verschwimmt durch deinen Filter, glaube ich. Ja. Also, man sieht nur das Gesicht von ihm. Der Dr. Müller-Wohlfahrt hat mal selbst ein Buch mit, keine Ahnung, 140 Seiten geschrieben, nur über die Übersäuerung, was das für ein Riesenthema ist. Und das ist aus, ich sage jetzt mal, wie wir es gewohnt sind, das ist auf seinem Mist gewachsen, ne, das Produkt. Das ist was sehr, sehr Gutes. Da sind bestimmte Mineralstoffe drin, in einer bestimmten Zusammensetzung auch. Weil, was man mittlerweile halt auch herausgefunden hat, dass früher hat man Einzelpräparate genommen, wie nur Magnesium oder nur Calcium oder sonst irgendwas. Ne, gibt es ja alles Mögliche gegeben und gibt es noch. Mittlerweile weiß man aber, dass viele so Einzelpräparate, die sind Teamspieler, die funktionieren im Team viel besser und deshalb hat er das Produkt so genau so entwickelt in der Zusammensetzung, dass wir den maximalen Nutzen daraus haben. Das ist eine Tablettenform, das kann man auch klein machen mit einem Mörser oder so, wie auch immer. Das
wirkt unserer Übersäuerung entgegen, sodass unser Körper die ganze Mineralie nicht mehr aus unsere Knochen, Haut, Haare, Nägel, Zähne holen muss. Ne? Weil die Übersäuerung hämmert mit Sicherheit die meisten. Das Bild zeigt es dann, wie das aussehen soll. Dann leiten wir den Müll aus und dann können wir auch mal wieder, dann macht es auch wieder Sinn, wenn wir Vitalstoffe auch zuführen, ne? Weil die kommen dann auch wirklich wieder bei der Zelle an. Ja? Also mit dem Säure-Base-Produkt binden wir die ganze Säure einfach, dass wir einen Ausgleich wieder haben. Und dann haben wir ja aber noch den ganzen Stoffwechselmüll, der halt einfach auch wieder raus muss. Und wie leiten wir das noch viel, viel besser aus? Das machen wir zum Beispiel mit der Aloe. Die Aloe Vera Pflanze gibt es ja ganz, ganz viele. Das ist ja auch schon tausende Jahre alt bekannt. Wie toll das ist. Also seit Menschengedenke, glaube ich, in den ersten Gesundheitsbüchern oder Schriften, die es gibt, wird von der Aloe geschrieben, von ihrer tollen Wirkung. Was sie alles kann, schlussendlich, wenn auch ihr mal mit dem Arzt zu tun habt, könnt ihr mal fragen, ob er was dagegen hat, ob ihr einen Gemüsesaft trinkt, wenn ihr sonstige Medikationen nimmt. Also in der allermeisten Fälle ist es ja auch kein Problem. Die Aloe, was macht die Aloe so besonders? Also das sind die vier Hauptwirkungen, was da groß in Blau dasteht. Das weiß man einfach. Ich kann euch mal kurz zeigen, was wirklich alles drin ist. Also das ist sehr, sehr viel. Und da macht es halt auch, wie gesagt, die Zusammensetzung, die ganze Vitamine und alles, was da drin ist, das sind alles Teamspieler. Und sehr, sehr oft ist es halt auch so, dass wenn ihr andere Sachen nehmen müsst oder so, oder die Aloe in seiner Wirkweise verstärkt halt auch die Bioverfügbarkeit von vielen anderen Sachen. Dass halt andere Sachen auch einfach besser wirken können. Ja. Also sehr, sehr viel ist da drin. So, das haben wir eigentlich vorhin, habe ich das eigentlich, glaube ich, schon beantwortet. Ne? Dass es sehr, sehr lange dauert, bis unser Körper halt oder die Stoffwechselblockade durch Übersäuerung und alles, was kommen kann, das baut sich ja mit den Jahren auf und relativ lang kann es natürlich auch gehen oder geht es in der Regel, bis wir das wieder loswerden. Oftmals haben wir relativ schnell Ergebnisse und den Leuten geht es besser, je nachdem, was sie haben, ist halt jeder unterschiedlich. Ne? Kommt dann auch immer auf die Menge drauf an, was man da trinkt. Ich habe euch noch, den würde ich jetzt mal gerne laufen lassen. Da wir ja dieses Jahr Jubiläum haben, wir haben dieses Jahr 20 Jahre in der Firma das Thema Aloe Vera. Wir sind Europas größter und qualitativ bester Hersteller von Aloe-Produkten. Das darf man ganz einfach so sagen, weil kein anderer Hersteller hat das Gütesiegel von Fresenius auf den Trinkgelen und auf alle Pflegeprodukte auf Aloe-Basis haben wir sowieso Dermatest sehr gut, also und die höchste Aloe-Anteile drin. Sollen wir mal angucken? Ich weiß gar nicht, wie lange geht. Yvonne nickt, also schauen wir mal was an. Läuft, oder?
Also ich finde es cool, den Film. So, was wir haben, also bei den ganzen Produkten finde ich ganz wichtig, und das passt auch in die Zeit natürlich, keine Tierversuche. Wegen Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel, das ist Norbert? Wichtig. Ist er jetzt, ist der Norbert nur bei mir so jetzt leiser oder bei euch auch? Hm? Also leise. Ja, bin ich leise oder was? Ja, mach dich mal noch ein bisschen lauter. Irgendwie. Ja, weiß ich, wird es jetzt besser? Ist es jetzt besser? Nee. Nee? Keine Muss Ahnung. Näher ans Mikro hocken. Hä, ich habe aber nichts verändert. Warte. Jetzt ist es, glaube ich, ein besser. Ist es jetzt ein besser, ja? Bissle. Und jetzt? Noch besser? Ja. Okay. Dann habe ich was gefunden, wo ich dran drehen kann. Also wie wir ja gerade schon festgestellt haben, gehört die Aloe und das Probalance eigentlich immer zusammen, wenn jemand mit einem Stoffwechsel da was machen will, Übersäuerungsprobleme hat. Wird eigentlich immer beides empfohlen, weil das miteinander halt viel besser funktioniert. Also eins allein hilft mit Sicherheit auch schon, aber eine wesentlich bessere Wirkung hat man immer mit beide. Und da haben wir halt 6 verschiedene mittlerweile. Das ursprüngliche ist das mit Honig. Das ist auch mal ein ganz altes Rezept, weil das ist ein spezieller Honig halt auch, weil der Honig die Wirkung nochmal, also die Wirkung ist halt sehr, sehr viel besser nochmal, wie ohne Honig, also nur die Aloe. Dann gibt es das mit Pfirsich, das ist eine Variante für Diabetiker oder als Geschmacksvariante, wie man es auch immer sehen will. Dann gibt es das Freedom, wer mit den Gelenken schon ein bisschen Probleme hat, da sind Gelenknährstoffe mit dabei. Dann gibt es das Intensivera, ab sage ich jetzt mal 40, das ist dann für unsere Blutgefäße nochmal sehr, sehr gut, weil die da dann nicht mehr ganz oder die bauen halt ein bisschen ab, sage ich mal. Und seit einem Jahr, glaube ich, haben wir das Immun Plus, da ist Ingwer mit drin. Und noch ein paar Sachen, was halt ganz sehr, sehr gut für unser Immunsystem halt ist, um das einfach zu stärken. Und ja, das war es eigentlich schon fast, oder das war es schon von meiner Seite, was ich dazu noch sagen will. Ich werde immer wieder mal gefragt, ja, wie lange muss man das denn nehmen? 3 oder 4 Wochen? Und dann sage ich halt, ja, ich persönlich, ich trinke es jetzt, glaube ich, seit 12 Jahren, also nicht erschrecken. Weil für mich stellt sich die Frage, oder ich drehe das mal um, wenn jemand sich gesund ernähren will oder gesund leben will, das macht er dann auch nicht nur 3 Wochen, oder? Also ihr tut euch mit der Aloe halt was sehr, sehr Gutes. Man kann es als Kur nehmen, um akute Probleme wegzukriegen oder halt einfach, um auch gesund zu bleiben. Weil es tut eurem ganzen Organismus halt sehr, sehr gut. Es unterstützt euren Organismus bei seiner ureigensten Aufgabe, die er normal ganz gut erledigen kann. Durch Übersäuerung halt dann nicht mehr. Und das kriegen wir halt da, sehr, sehr viel kriegen wir da im Griff. Das sollte eigentlich mein Schlusswort sein. Dann, liebe Yvonne, darf ich dir, wie haben wir vorher so schön gesagt, der Horst geben, oder? Dann hoffe ich, dass es interessant war. Wo mache ich das jetzt schon wieder? Nee. Freigabe unterbrechen. Wo war das jetzt schon wieder mit dem Yvonne? Irgendwie auf mein Bild. Ja, ja, warte, warte, warte. Ich glaube, ich hab's. So, bitte, du darfst. So, es packt mich wieder die Nervosität. Nee, so, dies wird das Screensharing anderer verhindern. Ja, ich verhindere dich jetzt. Ja, ja so. Genau, mach das. Seht ihr meinen Bildschirm? Ja. Be a part of us, genau. Also vielen Dank, Norbert. Gerne. Irgendwie nimmt man immer irgendwas mit wieder oder eine Folie, wo man noch nicht gekannt hat oder so. Also ich konnte jetzt schon wieder 2 Sachen für mich fotografieren, wo ich echt gut fand. Ah, okay. Also vielen, vielen Dank. So, be a part of us, genau. Wir können jetzt
Ja, also wir haben jetzt den Gesundheitspart gehört. Ganz viele von uns sind mit dem Gesundheitspart eingestiegen, indem sie einfach gesagt haben, ich möchte was für mich machen, für meine eigene Gesundheit. Wir haben aber natürlich auch die Möglichkeit, noch Geld zu verdienen, einfach damit. Und das möchte ich euch jetzt ein bisschen zeigen. Ach nee, ich will ja hier klicken. So. Nee, es geht nicht. Wieso? Jetzt geht's. So, das sind wir. Ich habe voller Freude neulich festgestellt, dass da sogar mein Mann drauf ist, jetzt ganz frisch. Und nur ganz kurz, wer uns jetzt nicht kennt, es kommt gleich noch ein bisschen was dazu. Also ich bin seit 2006 dabei und mein Mann hat 2022, also die Produkte kennt er schon länger und findet er länger gut, aber hat 2022 das Geschäft für sich entdeckt. Und ich freue mich mega, 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 dass er auf diesem Bild mit drauf ist. So, genau. Ja, toll, dass ihr da seid. Und das sind wir, unsere Familie. Einfach ein kleiner Einblick bei uns. Wir sind alle voll dabei. Also die Kinder nehmen die Produkte selber auch. Also ja, genau. So habe ich gestartet. Ich bin eine absolute Büropflanze. Und ja, das ist auch tatsächlich meine Leidenschaft immer noch. Also das werde ich auch sicher nie aufhören. Und da kann man gerade schon wieder ein bisschen ausholen. Alle, die bei uns im Team sind, machen unser Geschäft nebenberuflich. Das heißt, sind entweder in Elternzeit oder, ja, oder sind berufstätig. Also es ist, macht es keiner hauptberuflich. Es, ja, genau. Also im Moment. Wer weiß, wo es hinführt noch, aber ihr seht nachher auch noch ein bisschen was zum Verdienst. Also von daher könnt ihr euch das einfach bei allem, was jetzt da kommt, dieses nebenberuflich merken. Ja, wie schon gesagt, mein Hauptberuf mag ich sehr, sehr gerne. Das war jetzt, also, und das ist auch ein bisschen so mein Ding gewesen. Man hat immer gesagt, ja, warum machst du das denn? Und so, ja, warum? Weil es mir Spaß macht. Ja, das ist eigentlich tatsächlich auch ein Wahnsinnsgrund, weil auch mein Hauptjob macht mir Spaß. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwas gesucht habe, wo ich dachte, jetzt muss ich aber noch einen Job machen oder so. LR hat mich tatsächlich erobert und das freut mich irgendwie auch. Aber was ist jetzt vor ein paar Jahren passiert? Da kam dieses große C und hat das Leben übernommen. Und ja, ich konnte in meinem Hauptjob nicht mehr ganz so viel arbeiten, weil ich halt die Kinder dann daheim hatte und so weiter. Und da hat mich LR auch richtig glücklich gemacht und über Wasser gehalten. Ja, was bietet mir LR? Diese Bilder sind tatsächlich absolut symbolisch. Und zwar aber sehr symbolisch. Was bedeutet mir dieses Bild da oben mit den schwarzen Menschen, die sich Hand in Hand halten? Alle Leute, die ich hier jetzt sehe auf dem Bildschirm, habe ich vor LR nicht gekannt. Aber da sind so viele Menschen dabei, auch jetzt nicht unbedingt nur jetzt gerade hier, sondern auch im Hintergrund, die sich die Aufzeichnung dann angucken, die mir inzwischen so wahnsinnig am Herzen liegen, weil es ganz, ganz tolle Menschen sind. Und also wir vereinen viele verschiedene Menschentypen und das macht unheimlich glücklich. Also wenn wir irgendwo hinfahren, wenn wir uns sehen, es ist einfach schön. Und die Freiheit, die uns das Geschäft gibt, jetzt schon oder irgendwann, das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache. Also ein Beispiel, wir fahren jetzt, ein paar von uns, die sich qualifiziert haben, die fahren jetzt wieder im Norden und dürfen auf eine White Cruise Party. Ich war da noch nie, das muss aber mega sein. Ich bin extrem gespannt. Also das ist eine Wahnsinnsfreiheit, die, das würde ich sonst nie machen. Ja, also es ist toll. Also man hat unheimlich viele Möglichkeiten, wenn man es möchte. Wenn man es nicht möchte, dann nicht. Aber wenn man es möchte, da ist, es gibt keine Grenzen einfach. Teamwork. Das ist zum Beispiel jetzt auch eine Sache, die ich jetzt so die letzten Monate gelernt habe. Ich war schon immer ein Teamworker. Egal im privaten Bereich oder im beruflichen. Ich hatte Vereine, ich war im Verein immer irgendwie im Vorstand, im Ding. Das macht mir einfach Spaß.
nicht mal wegen einer Gegenleistung oder Lohn oder was auch immer, das macht man freiwillig, das macht mir Spaß, ein Team weiterzubringen, das ist einfach schön. Und genau das kann ich jetzt hier auch beruflich machen. Und ja, aber auch im Beruflichen, das war mir auch da immer wichtig. Wenn ich irgendwo arbeite, dann bringe ich mich da ein, dann schaue ich, wie komme mir weiter in der Firma. Und das ist, ja, genau. Und das kann ich jetzt hier bei diesem Geschäft auch absolut machen. Genau. Und wenn ich jetzt noch nicht genau weiß, ja, irgendwas würde ich gern nebenher machen, Geld verdiene, irgendwas sollte ich vielleicht machen. Ja, das Leben wird immer teurer. Also neulich haben wir festgestellt, wie viel man jetzt inzwischen bezahlt, wenn man zum Metzger geht. Geschweige denn Autofahrer. Wie viele Leute können sich das Autofahren nicht mehr wirklich leisten? Weil ich überlege fünfmal, ob sie irgendwo hinfahren, weil einfach der Tank unheimlich viel Geld kostet, wenn man voll macht. Welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt zu sagen, ich arbeite nebenher? Vor allen Dingen, wenn ich vielleicht schon einen Hauptjob habe, wenn ich Familie habe, habe ich die Möglichkeit dann zu sagen, ja, dann gehe ich halt kellnern die ganze Nacht oder ich schiebe dann halt Nachtschichten, weil es Zusatzbonus gibt oder ich arbeite am Wochenende. Ist oft schwierig, tatsächlich. Welche Möglichkeiten gibt es aber eben tatsächlich? Es gibt die Möglichkeit, im Angestelltenverhältnis Geld zu verdienen. Was ist da? Ja, ich habe kaum Aufstiegschancen. Das Einkommen ist tatsächlich begrenzt auf meine Stunden, die ich halt arbeite. Natürlich kann ich dann sagen, ja gut, und ich will mehr verdienen, dann wird der Chef sagen, dann kommst du mehr arbeiten. Kann ich machen. Wenn ich die Möglichkeit habe zu sagen, gut, dann schaffe ich halt jeden Tag 2 Stunden länger oder mehrere Tage oder wie auch immer. Aber manchmal auch schwierig. Dies mit der Selbstverwirklichung, ich habe ja jetzt auch schon gesagt, ich denke dann immer, ich weiß auch, die Ablage könnte man verbessern. Mag unter Umständen sein, dass man jemand hat, der sagt, super, hast du das gemacht. Kann aber auch sein, da sitzt jemand und sagt, wir haben schon immer so abgelegt. Wir legen nichts anders ab. Ich hatte die Mandantin, die hat immer alles im Register unter U abgelegt. Und dann hat meine Kollegin mal gefragt, warum denn unter U? Hat die gesagt, das sind alles Unkosten. Also da war nichts mit ABC. Und wenn du so jemand hast, dann legst du halt alles unter U ab. Genau. Arbeitsplatzsicherheit, ja, wer kann garantieren, dass ich auf diesem Arbeitsplatz, auf dem ich angestellt bin, auch die nächsten 10 Jahre noch sitzen kann? Werde ich vielleicht wegrationalisiert oder nicht? Ja, genau, also es ist halt schwierig. Dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, gut, dann mache ich mich halt selbstständig, dann bin ich ja mein eigener Chef. Super, was muss ich dann erstmal machen? Investieren, ich muss Geld investieren. Ich habe natürlich dann auch das Risiko, keiner kann mir garantieren, dass mein Geschäft funktioniert. Also dann habe ich investiert, eventuell geht es schief, dann habe ich das Geld verloren. Alles, was wir jetzt gesehen haben die letzten paar Jahre, so wahnsinnig planbar ist die Zukunft auch nicht. Wir wissen nicht, was uns erwartet, wie geht es denn weiter. Und ja, und außerdem, also wenn du dann eine Firma hast mit Angestellten und so weiter, was bist du? In diesem Getriebe dieser Firma bist du das größte Zahnrad. Du musst funktionieren. Und deine Mitarbeiter, die machen es dir dann hoffentlich nach. Aber du bist der Chef und du bist dabei. Dann eben Personal. Ja, ich weiß nicht. Nicht jeder, den man einstellt, ist der goldene Griff. Es mag dann vielleicht auch mal der ein oder andere dabei sein, wo es nicht funktioniert. Genauso auch mit den Kunden. Du musst gucken, dass das Geld kommt und so weiter. Ja, Außenstände, dann sind, ja, genau, vielleicht manche auch nicht so nett angewiesen, bist aber trotzdem drauf, weil der zahlt ja immer pünktlich. Dann nehme ich halt auch dem seine Laune in Kauf. Und wenn du nicht arbeiten kannst, gerade wenn du vielleicht auch am Anfang noch ganz alleine bist, kommt kein Geld. Das heißt, ja, Lohnfortzahlung gibt es dann da auch nicht. Zumindest nicht so einfach. Genau, also diese 2 Möglichkeiten gibt es ja so auf den ersten Blick. Aber wenn man die Möglichkeit hätte, in der Freizeit ein kleines Unternehmen aufzubauen, wie klingt das? Unsere Geschäftsmöglichkeit, das habe ich neulich gehört und ich fand es echt spannend, unsere Geschäftsmöglichkeit bietet die Flexibilität und die Freiheit wie in der Selbstständigkeit, aber
im geschützten Rahmen, im sicheren Rahmen, wie im Angestellteverhältnis, fast, also wie bei einer stabilen Firma. Und das fasziniert mich unheimlich. Also es ist nicht so, dass man jetzt eben eine Selbstständigkeit startet und da ein Wahnsinnsrisiko hat und einfach sagt, ich weiß nachts nicht mehr, wie ich schlafen soll, weil jetzt habe ich mich selbstständig gemacht. Bei uns ist es so, man startet irgendwie ganz sanft und einfach, ja, ein bisschen so, als sage ich, ich habe jetzt einen neuen Job angefangen. Klar, man ist vielleicht am Anfang auch ein bisschen aufgeregt, freudiger Erwartung und so weiter, aber man ist geschützt. Geschützt von einer starken Firma, die man als Rückhalt im Rücken hat. Genau, und um diese Firma geht es jetzt. Das ist die Firma LR Health and Beauty Systems. Ich habe vorher beim Film, ich kannte den Film, den der Norbert eingespielt hat, schon, aber ich habe diesen Film noch nicht gesehen, seitdem wir bei LR waren. Oder nicht mehr gesehen, seitdem wir bei LR waren. Und ich habe jetzt eine Wahnsinnsgänsehaut gekriegt, wo ich diese Produktion gesehen habe, weil wir durften die sehen. Also wir standen da und haben das uns angeguckt. Also diese Firma gibt es tatsächlich wirklich. Also man kann da hinfahren, man kann die sehen. Und die Firma gibt es seit 1985, wurde gegründet in Aalen in Nordrhein-Westfalen und sitzt da noch immer. Ist jetzt zwar, also früher haben die haben angefangen in einer Garage, ganz mini klein. Und es ist jetzt da oben einer der größten Arbeitgeber, das ist eine Wahnsinnsfirma. Also wenn man davor steht, man wird fast erschlagen von Bürogebäude, es ist, oder von Gebäude, von Produktion, ist echter Hammer. Die Produkte sind made in Germany, inzwischen größtenteils alle direkt am Standort dort oben. Ja, tierversuchsfrei. Und getestet von Dermatest und Institut Fresenius. Das ist auch der Hammer, diese Siegel. Also die sind auch echt was wert. Jetzt muss ich wieder hier drum rumgucken, was ich da noch geschrieben habe. Genau, wir haben Produkte im Gesundheitsbereich, Pflege, Kosmetik und Lifestyle. Das zeigen wir euch nachher auch noch ein klein bisschen. Europas größter Aloe-Produzent sind wir. Also das ist auch der Hammer. Also jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie viele Fußballfelder und Badewanne voll, wenn man das so überschlägt, mal an Aloe Vera Trinkgel produziert am Tag. Was war es? 30.000 Liter am Tag und die können hochfahren auf 60.000, wenn irgendwelche Angebote sind oder so. Und wenn du dann dir das, also die rechnen das dann so um in Badewanne und dann, das kann man sich kaum vorstellen. Genau, wir haben Kooperationen mit Bruce Willis und Guido Maria Kretschmer. Auch das ist der Hammer. Und wir haben ein einzigartiges Autokonzept. Und also das flasht mich auch immer wieder. Dazu sage ich nachher auch gleich noch was dazu. So, wenn man jetzt nochmal die traditionelle Selbstständigkeit anguckt, was gibt es denn da für Kosten? Jetzt habe ich irgendwie gedacht, ist vielleicht noch jemand komplett Neues dazu. Aber vielleicht möchte Karin was sagen. Was für Kosten es gibt in eine traditionelle Selbstständigkeit. Also wenn du dich jetzt selbstständig machst, was hast du dann zuallererst so an Kosten? Je, je. Also zum einen, denke ich mal, hast du auf jeden Fall auch ein Wahnsinnsbehördewesen. Ne? Das kostet nicht nur Geld, sondern auch sehr viel Nerven. Siehst, das hätte ich jetzt sogar, gut, dass ich dich dran genommen habe, das hätte ich nämlich jetzt nicht erwähnt. Also, danke. Klar, und dann natürlich, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Friseurlade oder so aufmachen willst, ja, was dann an Erstausstattung brauchst, das ist ja Unmenge an Geld, was da erstmal reinstecken musst, bevor du überhaupt mal was verdienen kannst. Richtig, das ist echt der Hammer. Also, Diese Vorweg-Ausgabe, die sind der Hammer. Und dann monatlich natürlich auch noch. Also eben zum Beispiel Lademiete, Pacht, Personalkosten. Wenn man jetzt den Friseursalon nimmt, ja, also im Zweifelsfall gehört dir das Gebäude nicht. Das heißt, du zahlst jeden Monat Miete. Egal, ob ein Kunde kommt oder nicht. Dein Vermieter sagt schon mir, egal, du hast da den Lade, also zahlst du mir die Miete. Dann wirst du irgendwann vielleicht das nicht mehr allein stemmen können. Das heißt, du hast Personal. Und ein ganz riesiger Posten ist Werbung. Das heißt, schon allein bei unserer Eröffnung müssen wir ja Werbung schalten ohne Ende, sonst findet uns kein Mensch.
Und wer schon mal in einer Zeitung oder in irgendeinem Blättle oder irgendwas inseriert hat, das kostet unheimlich viel Geld. Und da ist ein Wahnsinnsunterschied. Die Firma LR, also die Firma LR ist eigentlich nichts anderes wie ein Lieferant. Ein Lieferant, bei dem ein Selbstständiger seine Ware kauft. Aber LR hat einen Weg gewählt, das ist ein Vertriebsweg, den die Firma gewählt hat, über selbstständige Partner. Und LR investiert in uns, nicht in Werbung, in sonstige Sachen, sondern in uns LR-Partner. Und das ist ein Wahnsinnskonzept. Genau, eben, das ist die Firma. Bruce Willis, Guido Maria Kretschmer. Und hier sieht man auch schon mal ein bisschen Einblick in die Produkte außerhalb von unserem Gesundheitsbereich, den wir ja schon gehört haben. Warum haben wir uns denn diese Produkte ausgesucht? Also, da kann sich jetzt auch mal jeder schon mal ein bisschen Gedanken machen, der das jetzt sieht, warum man sich wohl diese Produkte, wir hätten ja auch ja, andere Sachen, Maschinen oder ja, Staubsauger, Küchegeräte, ja, alles, was es sonst so gibt, nehmen können. Warum diese Produkte? Weil, wenn man hier rüber geht nochmal, wenn wir jetzt zum Beispiel auf der linken Seite da sehen, gibt es da einen Punkt irgendwo in dem Pfeil, hier haben wir ganz viele Sachen, Cremes, Zahnpasta, Handseife, Parfum, Gesichtsreinigungsbürste vielleicht sogar auch. Die Leute nutzen das bereits schon. Also das ist jetzt nichts, wo man wahnsinnig erklären muss bei vielen Dingen. Waschen und duschen tun wir hoffentlich alle immer wieder regelmäßig. Genau. Für viele Produkte gibt es kaum Erklärungsbedarf, weil man einfach weiß, wie es funktioniert. Also wenn LR sagt, Zahnpasta ist diesen Monat im Angebot, dann muss ich jetzt nicht lang erkläre, wie es funktioniert. Die Leute wissen das. Die sagen, Zahnpasta, alles klar, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Aber genau, was haben wir noch? Die Produkte verbrauchen sich und werden nachbestellt. Genau. So. Welche Firmen arbeiten noch in diesem Teamwork-Marketing-Direktvertriebssystem? Einfach damit man ein bisschen nochmal ein Gefühl dafür kriegt. Tupper, Avon, Mary Kay, Owen, Thermomix, Vorwerk. Viele mehr arbeiten auch in diesem System. Das heißt, investieren in ihre Partner. Und ein Thema, was ich auch extrem cool finde, das Thema weiterempfehlen. Wenn ich jetzt diese Kundekarte habe und ich fühle mich wohl, etwas weiter zu empfehlen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel hier zwei Beispiele genommen. Das mittlere ist HelloFresh. Da habe ich eine E-Mail bekommen oder eine Nachricht halt bekommen. Wenn du jetzt 3 Leute beschenkst, dann kriegst du nichts. Also ich habe 3 Gratisboxen verschenken können an irgendwelche Leute, die dann Kunde werden bei der Firma. Und ich selber habe nichts bekommen. Also es gibt auch Aktionen da kriegst du mal, ich glaube, ich habe einmal jetzt sogar 20 Euro bekommen, als ich jemand geworben habe, einmalig. Egal wie viele Jahre die Dame noch weiter bestellt dort. Ich habe einmalig 20 Euro bekommen. Aber jetzt hier bei dem Angebot, wo ich das rausgesucht hatte, habe ich sogar gar nichts gekriegt. Also bei dem oberen mit den Gratisboxen unten war das eben mit diesen 20 Euro. Und wir wollten uns einen Whirlpool anschaffen. Da lagen 2 solche Exemplare drin. Und dann habe ich im ersten Moment nur gedacht, oh Gott, die sind aber auch verschwendungssüchtig. Und dann habe ich gesehen, da ist ein Pepperle drauf, dass ich das verschenken soll, also weitergeben soll. Also Werbung. Ich soll empfehlen. Egal, also da habe ich im Zweifelsfall, also gerade von diesem AIDA Whirlpool-Ding habe ich im Zweifelsfall nichts, wenn da jemand dann bestellt. Wie funktioniert das Ganze jetzt bei uns? Also auf der linken Seite haben wir ein Männlein und auf der rechten Seite unsere Firma. Und die Firma LR, das ist jetzt Weg Nummer 1, gibt uns einen Online-Shop. Das heißt, über diesen Online-Shop kann jemand bestellen. Das heißt, das ist unser Shop, der ist da dabei, beim Start dabei. Der zahlt also keine monatlichen Gebühren. Und
da kauft jetzt die Clara ein. Die Clara hat jetzt ein Parfum gekauft. Und wir verdienen an diesem Verkauf 30%. Finde ich schon ganz nett. Das ist Weg Nummer 1. Das heißt, alles, was über unseren Online-Shop eingekauft wird, da verdienen wir 30% dran. Das ist der Weg 1, Geld zu verdienen. Der Weg 2, den finde ich jetzt echt gut, weil ich bin ein Sammler. Ich sammle immer gern alle möglichen Punkte. Also ich habe auch ganz viele von dieser Kundekarte, wo man in der Geschäfte da scannen lassen kann und dann kriegt man da Prämiengeld und so weiter, finde ich super. Und so ähnlich ist bei uns auch. Wir sammeln PWs. Da auf der rechten Seite unter dem Parfum seht ihr schon, da steht 63 PW. Was bedeutet das? Jedes Produkt hat einen Punktwert, Produktwert, ein PW. Der ist vorgegeben, das war die früher die ehemalige Mark. Also früher war es ein PW, eine Mark. Und jetzt ist es 1 Euro, circa 2 PW. Das ist auch die hauseigene Währung, da man LR-Partner oder LR-Kunde in inzwischen 29 Ländern werden kann. Und nicht alle dieser Länder haben die gleiche Währungseinheit. Da aber trotzdem das Verdienstsystem gleich sein soll, überall ausgeglichen, gibt es eben diese interne Währung PWs, die wir sammeln mit jeder Bestellung. Jetzt gehen wir wieder auf die linke Seite zu unserem Männchen. Dieses Männchen ist ganz begeistert von der Geschäftsidee, von den Produkten und hat unter anderem den Martin mitbegeistert. Und der Martin, der war auch gleich so begeistert, der hat noch den Klaus und die Irene dazu gebracht. Zu sagen, ich schaue mir die Produkte an und die sind auch begeistert. Und die haben bestellt Produkte im Wert von 1000 Punkten. Diese 1000 Punkte haben die auf ihrem Punktekonto und bekommen dann am Ende vom Monat, also wir sammeln immer vom ersten bis zum monatsletzten Punkte, und die bekommen dann im Monat drauf eine Bonusgutschrift, einen Mengenrabatt. Aber damit ist nicht genug getan. LR sagt, also Klaus und Irene hätten wir nie kennengelernt, wenn nicht der Martin gewesen wäre und natürlich auch du, der den Martin ins Geschäft gebracht hat. Das heißt, alle bekommen diese 1000 Punkte. Keiner bekommt was weggenommen. Jeder, das sind die gleichen 1000 Punkte. Und dadurch, also ja, bekommen dann alle diesen Bonus. Den Einkaufspreis, da hat auch jeder die gleiche. Also die Produkte kosten immer gleich viel. Egal, ob man jetzt viel bestellt oder wenig bestellt, das ist gerecht. Das war falsch rum. So. Jetzt hast du den Michael noch dazu gebracht ins Geschäft und hast gesagt, du, die Produkte sind super. Der Michael hat gesagt, ach ja klar, du, den möchte ich unbedingt mal ein paar Sachen ausprobieren und hat für 300 Punkte bestellt. Die 300 Punkte bekommst du dann auch noch dazu. Das heißt, zu den 1000 Punkten addieren sich noch die 300 dazu. Das geht natürlich so weiter mit deinen eigenen Punkten, mit weiteren Punkten von Teampartnern und so weiter. Genau. Alle Punkte werden addiert. Und alle Partner kaufen zum gleichen Preis ein. Was steht da noch? Genau, also viele kaufen auch tatsächlich nur zum Eigenbedarf ein. Also nicht jeder, der sagt, ich mache jetzt eine Kundenkarte oder Partnerkarte, der ja, macht auch Business, sondern es gibt auch tatsächlich einige, die halt nur einfach ihre Produkte haben möchten und sind damit auch völlig zufrieden. Also keiner unterschreibt am Anfang irgendwas, wo er sagt, ich möchte jetzt oder ich muss oder wie auch immer. Man kann sich auch langsam entscheiden. Ich zum Beispiel habe 2006 angefangen, und habe also mit den Produkten zu nehmen und habe mich 2019 entschieden, richtig durchzustarten. Wenn es mal wieder länger dauert. Genau. Was kann man da verdienen? Ich hatte ja gesagt, nebenberuflich. Wir machen das nebenberuflich. LR hat ein Fast-Track-Programm entwickelt, dass man einfach eine tolle Möglichkeit hat zu sagen, was verdiene ich denn wann? Nämlich als Junior-Manager, wenn man so und so viele Punkte sammelt und im Teamaufbau ist, verdient man fixe 250 Euro. Ab Manager verdient man 500 Punkte,
Ab Junior-Teamleiter sind es Punkte 500 Euro, ab Junior-Teamleiter sind sogar 1.000 Euro und ab Teamleiter 1.250 Euro im Monat. Plus Autobonus und Handelsspanne. Die Handelsspanne sind diese 30%, wenn jemand über unseren Online-Shop einkauft. Es kommt noch on top dazu. Autobonus bedeutet, wir dürfen uns ab dieser ersten Stufe Junior-Manager, da kriegt man nämlich ein Briefchen und dann steht da drin, hallo, Sie sind Junior-Manager geworden, möchten Sie sich ein Auto aussuchen? Und das sind auch nicht irgendwelche alte Autos, wo irgendwo ausrangiert wurden, sondern das sind Neuwagen, die man ein Jahr fahren darf, leasen kann. Und diese Konditionen sind der Hammer. Ich habe euch nachher auch ein paar Bilder noch dazu. Und LR zahlt eben in der ersten Karrierestufe als Junior-Manager 55 Euro und ab der Stufe Manager 110 Euro dran. Das ist der Hammer. Also es könnt ihr dann gerade euch überlegen, wenn ihr in dieser Stufe seid, wenn ihr nachher gleich mal die Preise von den zwei Autos, die ich rausgesucht habe, nehmt, was ihr davon abziehen könnt. Genau, also das ist für so einen Nebenjob schon echt ganz toll, finde ich. Unser Autokonzept. Das sind jetzt zwei ganz neue, die habe ich mir heute rausgesucht. Also dieser Tiguan R für 175 Euro im Monat. Der hat 320 PS. Und wisst ihr, was toll ist? Der steht bei mir in der Garage. Ich darf den fahren, inzwischen schon fast ein Jahr. Und wenn das Auto, das neue da ist, dann darf ich den zurückbringen und dann hole ich mir wieder ein neues ab. Ja, also ich finde, das Autokonzept, das wird ganz oft entweder zu viel über die Autos geredet, aber was da hinten dran hängt. Also einmal Wahnsinnsautos. Also wir hatten früher auch über LR einen Golf. Ein Golf GTI TCR, ich weiß schon nicht mal mehr, wie er hieß. Der hatte 280 PS, glaube ich. Und den hatten bei uns im Team einige. Und mein Mann ist mehr mit dem rumgefahren. Und er fand ihn gut und hat gesagt, er würde ihn sogar übernehmen, wenn LR, also wenn das ausläuft, das Leasing mit LR, würde er sich den übernehmen. Die Idee hatte aus unserem Team nochmal jemand und der hat bei VW angerufen und hat gesagt, also ich würde das gerne machen. Was kostet denn das Auto, wenn ich es nicht über LR subventioniert kriege? Und das Auto hat auch kostet, ich glaube auch um die 170 Euro oder so, 160, 170 Euro im Monat. Und dann hat die Leasing gesagt, ach, das können wir ja schon machen. Dann zahlen sie, ich glaube, knappe 450 Euro. Huch, das Auto ist auf einmal schlagartig nicht mehr so strahlend schön, wie es gerade da war, wenn es so viel kostet. Und man überlegt sich halt, denn doch, möchte ich nicht einfach dann ein neues nehmen vielleicht und nicht den behalten. Ich stelle lieber den ab und hole einen neuen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben unseren Golf dann abgestellt und haben dann einen Tiguan R mitgenommen. Genau, der jetzt auch wieder so subventioniert wird. Und ja, was ist noch der Vorteil? Also zuallererst diesen Achtfachbereich bereift, aber was ist noch der Vorteil? In diesem einen Jahr werden, wenn ich ihn nicht kaputt mache, wahrscheinlich keine Wahnsinnsreparaturen kommen, die, ja, also im Hof, wenn man kein Montagsauto verwischt, dann fährt der durch. Das heißt, ich habe keine Zusatzkosten hohe, die jetzt vielleicht kommen, wenn ich sage, ja, ich kaufe mir jetzt so einen älteren Jahreswagen, der einfach schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dann werde ich unter Umständen damit rechnen müssen, dass da halt irgendwelche Reparaturen zu tätigen sind. Und das habe ich da alles auch nicht. Also ich finde, man darf jetzt nicht nur immer die Leasingrate sehen und denken, boah, die ist aber günstig. Ja, die ist super günstig. 110 Euro, haben wir vorher gesagt, kriegen wir in den oberen Karrierestufen auch noch dazu. Das heißt, wir würden für 65 Euro dieses Auto fahren im Monat, ohne irgendwelche Folgekosten. Die Reifen sind alle dabei für ein Jahr, also Sommer, Winter. Also läuft, finde ich schon schön. Oder da drüben eben der Mercedes-Benz, der C180. Sind auch nett, finde ich. Das sind jetzt zum Beispiel Autos. Ja, das ist schon schön. Herr Norbert da zum Beispiel, den haben wir ja vorher gehört, der steht da auch neben seinem Auto. Ja, der Frank unten mit seinen zwei. Die Jenny, die Elli. Und da ist eben unsere auch da in der Mitte. Das ist ein Traumauto. Also ich hätte mir dieses Auto nie geholt, wenn ich ihn nicht über LR gekriegt hätte. Wofür brauche ich 320 PS? Habe ich gedacht.
als ich mit dem Auto zurückfahre bin, heim von Aalen, habe ich auch gedacht, hoffentlich war die Entscheidung gut. Inzwischen denke ich, ich will ihn gar nicht mehr hergeben. Ich hatte noch nie ein so schönes Auto, wo du so sicher fährst, wo ich meine Kinder so sicher von A nach B fahren kann. Man fühlt sich da wirklich, ja, echt gut drin. Das ist ein Wahnsinnsauto und es macht unheimlich Spaß. Ich bin früher immer gern Autofahrer, inzwischen meist noch viel lieber. Genau. Was für Möglichkeiten hat man bei uns? Wie kann man denn starten? Einmal mit dem Gesundheitsbereich natürlich, den hat uns der Norbert vorher erklärt, oder eben auch im Pflegekosmetikbereich. Und da haben wir Sets, und zwar 4 Stück. Wir haben einmal das Aloe Via Moments Starter Set, wir haben das Topseller Starter Paket, das Life Takt Starter Paket und das Zeitgard Starter Paket. Was bedeutet das? Wenn ich die Produkte gar nicht kenne und denke, ich weiß auch nicht, will das eigentlich machen, will die Produkte austesten, dann ist das eine der einfachsten und besten Möglichkeiten, indem ich die Lieblingsprodukte, die zusammengestellt wurden in Sets, für mich hole. Wenn ich jetzt sage, ich kann mich gar nicht entscheiden, also ich hatte das tatsächlich auch schon bei einer Dame, die gesagt hat, ich will da starten, auf jeden Fall, und ich will alle 4. Ich sage, ja, okay, alle 4? Ja, ich will alle 4 Pakete. Sagt sie, hast du das alles daheim? Sag ich, ja, dann will ich das auch. Super, finde ich klasse. Aber man kann natürlich auch einfach sagen, ja, ich möchte jetzt einfach mal so einen kleinen Start. Und wenn wir jetzt wieder dabei sind, was die Karin vorher gesagt hat, mit dem Start der Selbstständigkeit beim Friseursalon, also jetzt mal von der Miete ganz abgesehen, ich brauche die ganze Ausstattung, ich brauche die ganzen Produkte, die ich selber benutze, die ich verkaufen muss, verkaufen kann und so weiter beim Friseursalon. Seht ihr das? 120 Euro. Da kriegst du keinen Friseursalon ausgestattet oder Blumenlade. Mein Lieblingsding ist immer der Blumenlade. Nee, also 120 Euro und ich habe Produkte, die ich aufbrauchen kann, die mir aber auch ein Leben als in Selbstständigkeit, in Selbstbestimmtheit geben können. Ja, das ist der Hammer. Genau, was ihr da oben auch seht, mit dabei eigene Webseite, eigener Online-Shop, umfangreiche Infomedien. Ja, tolle Firma. Verdienstbeispiele. Auch hier wichtig, keiner muss gleich am Anfang entscheiden. Also wenn jetzt jemand das Video sieht und sagt, das klingt eigentlich ganz gut, aber ich weiß nicht, ob ich da durchstarten kann oder will oder ob mir das überhaupt liegt. Es muss keiner am Anfang ein Kreuzle machen bei, ja, ich werde Powerstarter und stellt dann nachher fest, das war es nicht. Oder wenn ich mich jetzt entscheide und sage, nee, ich möchte eigentlich nur Kunde sein. Und wenn ich die Produkte ausgetestet habe, nach einem Monat sage ich, ja, jetzt will ich aber starten. Und dann sagt man, nö, jetzt geht es nicht mehr. Gibt es bei uns nicht. Das heißt, es kommt aus dir selber. Du entscheidest und zu diesem Zeitpunkt fängst du an, wenn du es möchtest. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel von der Kati. 469 Euro. Das ist ein Minijob. Und wer einen hat, weiß, wie viel er zum Teil arbeiten muss für das Geld. Oder welche Arbeit man vielleicht auch machen muss, die man eigentlich gar nicht machen will und so weiter. Das war mal einer von mir. Nebenbei. Ich habe 2 Kinder, einen Hund, einen Mann und einen Hauptjob. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere vielleicht mal drüber nachdenken sollte, wenn er sagt, wir sind immer wenn knapp bei Kasse. Ich weiß auch gar nicht, wie viel man da dazu sagen muss, wenn ich jetzt nochmal sage, nebenberuflich. Das verdienen viele im Hauptjob nicht. Vielleicht auch einfach auf die Stunde runtergebrochen. Ich finde das schon faszinierend. Es flasht mich immer wieder. Genau, wie kann es jetzt weitergehen? Bei der Person melde, die dich eingeladen hat, die dir das Video geschickt hat. Wenn du sagst, ich bin ja schon LR-Partner, bin auch schon bei euch im Team, dann melde dich beim Frank
der lädt dich in unsere WhatsApp-Gruppe ein und dann erfährst du, ist immer auf dem laufenden Stand, Termine, Webinare und so weiter. Wenn du liebst, was du tust, dann fühlt es sich nicht nach Arbeit an. Das ist jetzt mein Schlusssatz. Und lustigerweise ist das was, das habe ich schon immer gelebt. Viele Dinge, die ich schon immer gemacht habe, sind mir jetzt die letzten Monate erst so richtig aufgefallen. Ich bin nämlich ein Kandidat, der selten Urlaub einreicht und mir fällt es immer schwer, Urlaub zu machen. Und zwar aus welchem Grund? Also ich nehme zum Teil aus Laptop mit, weil das stört mich tatsächlich nicht, diverse Dinge auch aus dem Urlaub zu machen. Klar mache ich gern Urlaub, aber genauso gut schaffe ich auch einfach durch und gönne mir zwischendrin freie Tage. Oder ich arbeite nur halbtags oder ich arbeite nur 9 Stunden am Tag. Oder ich habe mal 3 Tage die Woche halt komplett frei, mache irgendwas und schaffe dafür am Samstag. Habe ich tatsächlich kein Problem damit, weil ich es gern mache. Weil mir es Spaß macht. Und wenn ich was tue, was mir Spaß macht, dann gehe ich da glücklich hin und dann kann ich das tun, so viel ich es will, muss, weil es mir einfach Spaß macht. Wenn es mir keinen Spaß macht und ich mich jeden Tag zur Arbeit quäle, ich jeden Tag dort sitze und denke, so eine Kacke und das noch, bis ich, 80 bin? Wenn ich nicht 79 bin, sollte ich vielleicht überlegen, ob ich noch was anderes mache. Ob ich vielleicht nebenberuflich sage, probiere es einfach mal aus, mehr wie Produkte aufbrauche oder dass ich Produktkunde bleibe, kann es nicht sein. Aber vielleicht bietet es mir eine Chance, irgendwann mal zu sagen, dieser Job, der mir eh keinen Spaß macht, den mal irgendwann runterzufahren. Genau. So. Gibt es noch Fragen? Möchtet ihr noch was sagen? Sonst wäre ich jetzt fertig. Mega, ihr zwei, super gemacht. Dankeschön. Danke. Ja, kann fand ich mich nur anschließen. Habt ihr ganz toll gemacht. Dankeschön. Danke. Ja, von mir auch ein ganz riesen Lob. Ihr habt es echt mega super gemacht. Es hat so Spaß gemacht, euch zuzuhören. Also, ja, Respekt. Dankeschön. Olga, du darfst dann irgendwann auch mal. Oder Karin oder Adi. Okay, gut. Genau. Jenny ist auch noch hier. Nur mega. Ja, doch. Ich weiß, ich muss nochmal die Kamera wieder ausmachen, weil unser Internet so bescheide ist hier. Ist echt. Sollen wir die Aufzeichnung mal stoppen, oder? Ich habe eine Frage zu Norbert. Ja. Wie heißt das Buch von Dr. Müller-Wolfhardt? Kannst du vielleicht im Chat schreiben oder bei WhatsApp? Moment, warte. Im Chat. Norbert, kannst du die Bildschirmaufzeichnung stoppen? Ja, du hörst den Horst gerade, den Host. Aber bei mir geht es nicht. Ich gebe ihn dir nochmal. Also im Chat steht es drin, wie das Buch heißt. Hab dir der Host nochmal gegeben? Ja. Weil bei mir geht es nicht. Die Aufzeichnung. Ich muss ja die wir sind ja noch am die Aufzeichnung kann ich ja jetzt mal stoppen.